Eine Kuh stellte sich gestern in Kaiserslautern die Frage, gehacktes oder gehen? Da sie gerade vor dem Schlachthof stand, entschied sie sich fürs Gehen und hielt so mehrere Polizeistreifen auf Trab. Also die Kollegen, die bei der Suche beteiligt waren, die haben also die Kuh mehrfach gesehen. Aber die war zum einen sehr aggressiv und zum anderen auch sehr schnell, sodass sich dann auch irgendwie ein Katz-und-Maus-Spiel entwickelt hat. Da das Rindvieh so weit wie möglich weg wollte, rannte es Richtung Bahn und wartete auf dem Gleis in Richtung Landstuhl. Diese Zugverbindung war damit blockiert, bis sich die Kuh aufmachte und im Wald verschwand. Wer sie zufällig trifft, sollte einen großen Bogen um sie machen. Sie ist auf uns Menschen derzeit nicht gut zu sprechen. Auf dem Hahn geht momentan nicht viel aufwärts. Der geplante Verkauf des Flughafens ist wahrscheinlich geplatzt. Ein Chinese wollte den defizitären Airport kaufen, doch nach Vertragsabschluss tauchten massive Zweifel am Käufer und seiner Zahlungsfähigkeit auf. In seiner angeblichen Konzernzentrale residierte nur ein Reifenhändler. Das bremste die rheinland-pfälzische Landesregierung aus. Sie will den Vertrag kündigen. Jetzt wird wieder gesucht nach mutigen Geldgebern, die ihr Kapital am Hahn investieren wollen. Zum Tag des Kusses wollen wir jetzt nicht rumsülzen. Diese ganze Schleckerei treibt den Blutdruck in die Höhe und kostet jede Menge Kalorien. 10 Minuten knutschen, so viel wie 100 Meter laufen. Dabei spannen wir 34 Gesichtsmuskeln an und, das ist jetzt ganz und gar nichts für sensible Naturen, schubsen bei jedem Schmatzer 80 Millionen Bakterien hin und her. Wenn Zappo oder so rumläuft, ja. Das mag ich nicht. Ich finde es schön, dass es einen Tag gibt dafür und ich hoffe, dass alle Menschen heute mal die Gelegenheit haben werden, jemandem zu küssen. Genau, schließlich sind wir Rheinland-Pfälzer und stehen zu unserem Lippenbekenntnis. Denn wie kann man schöner sagen, ich liebe dich.